Hier sind wir in der Lage, vollkommen autark von der Zivilisation in Anführungszeichen zu leben, erzeugen unseren eigenen Strom im 230-Volt-Netz. Das Wasser gewinnen wir selber. Man kann hier vollkommen eigenversorgt leben. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute zeigen wir euch was ganz Besonderes. Wir zeigen euch heute, wie schon angekündigt, wenn ihr draufgeklickt habt, natürlich habe ich draufgeklickt, ein Haus, was vollkommen autark in seiner Energieversorgung und Wasserversorgung ist. Und welche Details ihr dazu, die wir euch jetzt gleich zeigen, welche Details dazu wichtig sind, die zeige ich euch. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Smartest Home. Wir beschäftigen uns sehr viel mit der Vernetzung von Häusern im Neubau, Gebäuden im Neubau oder der Sanierung. Wir beschäftigen uns sehr viel mit KNX, mit der Programmierung, mit der Konzeption und Planung. Das bloß mal so, wer uns noch nicht kennt. Und was wir euch heute zeigen, da könnt ihr wirklich gespannt sein. Da könnt ihr wirklich gespannt sein, weil sowas ist natürlich was ganz anderes, als wenn man was neu baut. Wir sind jetzt hier mitten in den Bergen. Da gibt es keinen Strom, da gibt es keinen Wasseranschluss. Und wir zeigen euch jetzt, wie das trotzdem geht. Und zwar auf ganz minimalistischem Level. Nicht wie wir es sonst machen, wo wir alles konzipieren und planen, sondern hier zeigen wir euch mal, wie man was auf sehr einfachen Level tun kann. Und dann gleich mal zu Beginn, das zeigen wir euch auch noch, das sind so Nachtleuchten, ne? Die klappt man hier so rum. So, das kann man jetzt noch nicht so richtig sehen. Und die haben hier oben eine Photovoltaikzelle und die werden dadurch aufgeladen. Das vielleicht mal so. Die stehen jetzt in der Sonne, weil es ist wirklich ein Haus, was ganz, ganz einfach funktioniert. Und jetzt als allererstes zeigen wir euch mal die Dusche. Die Dusche hat es in sich. Es ist also vollkommen anders, wie ihr es von uns kennt. Das ist hier unser Duschhäuschen. Schaut euch das mal an. Das ist total der Wahnsinn. Und in dieser Dusche, in diesem Duschhäuschen, haben wir eine Wasserversorgung. Der Superknaller ist, wir können jetzt hier duschen, indem wir hier eine akkubetriebene Dusche haben und das Ganze mit eigenem Strom, den wir im Haus hier haben, aufgeladen haben. Jetzt zeige ich euch das mal hier. Schaut euch das mal an. So, und so können wir jetzt hier duschen. Und also natürlich hat das jetzt mit wenig mit Smart Home zu tun, aber der Gedanke, wie kann ich minimalistisch mich in den Bergen mit Strom und Wasser vollkommen autark versorgen? Und das ist ja der Inhalt dieses Beitrags. Und da muss ich euch bloß noch mal zeigen. Hier unten ist eine Pumpe drin und diese Pumpe zieht natürlich aus dem Eimer hier das Wasser. Und das ist eigentlich schon, naja, mit einige von euch, die sagen ja immer, naja, das kann man alles ganz günstig machen. In dem Falle ist es wirklich günstig. Und die Dusche hier ist vollkommen selber gebaut. Das war die Dusche. Und jetzt gehen wir mal weiter. Die Stromversorgung, die muss ich euch zeigen, die ist im, also überhaupt erstmal die Wandlung. So, da gehen wir mal in das Haus rein. Das Haus, muss man sagen, das ist so 100 Jahre alt. Hier gibt es keinen Stromanschluss. Hier gibt es keinen Wasseranschluss. So. Dann schauen wir mal hier rein. Hier oben schalten wir schon mal unser Licht an. Also hier ist schon mal richtig Strom. So. Und das ist echt der Clou. Das ist ein alter Keller hier, ne? Dieses Haus kann wirklich mit ganz wenig, machen wir mal zu. Jetzt müsst ihr euch mal anschauen hier. Wir haben hier eine eigene 230 Volt Stromversorgung über Photovoltaikzellen auf dem Dach. Insgesamt brauchen wir hier eine Kilowattstunde zwischen 0,8 und 1 Kilowattstunde am Tag. Was seht ihr hier? Hier haben wir den Wandler. Ne? Der wandelt den ganzen Strom, Gleichstrom von den Photovoltaikzellen in 230 Volt Wechselstrom um. Dadurch, dass wir hier 230 Volt haben, können wir auch einen Kühlschrank betreiben. Wir können hier ganz normal Smartphones aufladen. Wir können hier Notebooks betreiben. Und das macht eigentlich auch richtig Sinn und Spaß und ist alles auf einem kleinen Level. Wenn ihr hier unten nochmal seht, hier unten haben wir zwei solche Solarbatterien.
Und mit diesen Solarbatterien reicht es aus, das Haus den ganzen Tag zu betreiben. Also vor allen Dingen in den Nachtstunden Licht und Steckdosen zu versorgen. Und das ist nun ganz anders, als ihr sonst immer von uns diese Smart-Home-Geschichten kennt. Das muss man wirklich sagen, ne? Und ja, ich meine, den Hersteller kann man ja ruhig sehen. Die Leute sind ja, das ist eine Blei-Gel-Batterie. Und da hat eine Batterie insgesamt 130 Amperestunden, der 12 Volt. Und die speichert hier den Strom für das Ganze aus. Und was natürlich für euch wichtig ist, wir haben hier eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ne? Wir haben hier drüben, das können wir euch auch nochmal zeigen, wir haben hier drüben den Kühlschrank. Ne? Also hier, der Kühlschrank funktioniert ganzjährig. Wir haben hier oben das Licht, ne? Das funktioniert auch. Das sind 8 Watt LED-Leuchten. Der Kühlschrank selber, eigentlich zeigt er so 25 Watt an. Ich denke mir, dass wir hier mit der Anzeige nicht ganz beim echten Konsum, bei der echten Leistungsaufnahme des Kühlschranks sind. Aber ich denke mal, so mit 30, 40 Watt ist man bestens unterwegs. Hier haben wir noch den Ladecontroller. Ne? Also hier dieser Ladecontroller, der regelt natürlich jetzt, was kommt von der Photovoltaik und geht jetzt in den Akku rein oder was geht direkt gleich ins Netz. Nur das kann er natürlich auch. Und wenn ihr jetzt mal schaut, also wir sind jetzt hier bei 0 Watt, was wir aus den Akkus ziehen. Das Ganze ist viel anders, als ihr es von uns gewohnt seid. Hier haben wir noch richtige Schalter. Ne? Also richtige Schalter. Anders als wir es immer sagen mit Tastern, ne? Wenn man jetzt dann wirklich in Richtung Smart Home mit KNX geht. Das ist wirklich, jetzt müsste man sagen, hier Smart Home mit gar nichts. Ne? So könnten wir es auch sagen, statt Smart Home mit KNX. Und jetzt zeigen wir euch nochmal die Photovoltaik draußen auf dem Dach. Jetzt könnt ihr euch das mal anschauen. Wir haben jetzt hier, jetzt scheint ein bisschen die Sonne entgegen. Wir haben da oben auf dem Dach haben wir zwei Zellen. Da sind wir irgendwie so bei 500 Watt insgesamt, was die Anlage laut Datenblatt schaffen muss oder schaffen kann. Aber insgesamt sieht es einfach so aus, dass wir irgendwo so bei 300 Watt, 350 Watt landen. Und diese 350 Watt speichern wir in den Sonnenstunden, speichern wir im Akku. Und insgesamt haben wir hier im Jahr über 2200 Sonnenstunden. Also man muss eins dazu sagen, wir sind nicht in Deutschland. Und was wir euch noch nicht gezeigt haben, ist, wo das Wasser für die Dusche herkommt. Wir sammeln, damit wir überhaupt Wasser gewinnen können, wir sammeln das Regenwasser vom Dach in den Dachrinnen selbst. Und das wird dann abgeleitet und wird hier in ein Wasserfass eingeführt. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also da haben wir hier so ein Fass. Dieses Fass hat 420 Liter Inhalt und wir verbrauchen pro Duschvorgang 25 bis 30 Liter, muss man sagen. Also den Eimer, den ihr vorher gesehen habt, der Eimer, der reicht vollkommen aus. Das ist natürlich alles auf minimalistischem Level. Also wenn wir jetzt so unsere Bäder, die wir euch gezeigt haben, High-End-Bad, Luxusbad, ist natürlich eine ganz andere Welt. Aber dieses Haus hier nochmal, die Grundaussage von dem Ganzen. Hier sind wir in der Lage, vollkommen autark von der Zivilisation in Anführungszeichen zu leben. Das heißt, wir erzeugen unseren eigenen Strom im 230 Volt Netz. Wir können alles aufladen. Ihr habt den Laderegler gezeigt. Wir haben den Laderegler gesehen. Ihr habt auch den Spannungswandler gesehen. Und wir fangen hier das Regenwasser auf, weil hier gibt es kein Wasser, hier gibt es keinen Anschluss, hier gibt es auch keinen Abwasseranschluss. Sondern man lässt das letztendlich hier auch versickern. Und das Wasser gewinnen wir selber oder verwenden wir selber. Und die Energie gewinnen wir auch selber. Was wir euch jetzt noch nicht gezeigt haben, was glaube ich auch nicht so wichtig ist, dass wenn wir zum Kochen brauchen wir auch Energie, da haben wir Gas. Das Gas, das kauft man sich in Flaschen. Und da gibt es hier einen Herd, sowohl einen im Innenbereich als auch im Außenbereich. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, man kann hier vollkommen eigenversorgt leben. Und wir wissen aus der Kommunikation mit euch, das ist ja für viele von euch interessant. Ne? Man muss sich hier nicht an den öffentlichen Stromversorger anschließen, ne? An den EVU, an die Stadtwerke. Dann, ich muss kein Wasser beziehen, sondern ich habe mein eigenes Wasser, ich nutze das Regenwasser. Was es noch gibt, das zeigen wir euch noch. Das zeigen wir euch noch mal zum Schluss. Wir haben natürlich auch eine Pumpe. Auch wieder minimalistisch. Wir kennen vielleicht einige von euch noch so ein bisschen aus Großmutters, Großvaters Zeiten.
Leute, die in Städten wohnen, die werden sagen, nee, das ist für uns gar nichts. Hier geht es immer wieder auf den Autarkie-Gedanken, dass wir vollkommen eigenversorgt leben können. Und hier natürlich, die Pumpe ist eine Handpumpe, ne? Brauchen wir keine Energie, brauchen keinen Strom. Das Ganze, wie wir hier beheizen, habe ich schon gesagt, das ist mit einem Herd, also beheizen im Sinne von Kochen, das ist ein Herd. Und hier in dieser Bergsregion brauchen wir jetzt vor dem Winter keine so große Angst zu haben, sondern es wird nicht ganz so kalt, es sind milde Winter, die wir hier haben. Und da komme ich auch schon zum Schluss. Zusammengefasst, mich interessiert jetzt zum ersten Mal, wie hat es euch gefallen, der Beitrag autark wohnen in einem Haus mit eigenem Wasser, mit eigenem Strom. Und ich freue mich auf einen Daumen, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Ich freue mich auf ein Abo und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.